Das war mit Abstand die knappeste Situation, die ich jemals erlebt habe. Hätte das getroffen, wären wir gestorben. So, und da sind wir wieder zurück bei Pokémon Sonne. Heute wird es wahrscheinlich zur Inselkönigin gehen, zumindest hoffe ich es mal. Wenn immer noch nicht, dann fühle ich mich verarscht. Also schauen wir mal, wo sie sich befindet. Sie hat uns ja extra zu den Ruinen des Lebens geschickt. Da, wo wir zuerst sowieso waren, aber gut. Oh, Lily und Burnett sind hier. Simpson. Was gibt's? Lily hatte sich verlaufen, also habe ich sie kurzerhand hierher hergebracht. Ich habe gehört, auf dem Weg zum Hotel Meeresrauschen habe sie sich schon mal verirrt. Da wollte sie zwar nur ein paar Schergen von Team Skull aus dem Weg gehen, aber ich habe mir trotzdem etwas Sorgen um sie gemacht. Okay, Mask Royale hat gleich wieder einen Kampf und den will ich nicht verpassen. Also wenn man jetzt nicht checkt, dass das Kuckuck ist. Aber eines wüsste ich ja zu gerne. Wie sieht Mask Royale wohl unter seiner Maske aus? Oh, sie weiß es bestimmt nicht, ne? Vor allem das Gesicht, das sie jetzt noch am Schluss gemacht hat, dieses Gesicht, ne? Dieser Ausdruck. Ich bin für Wölkchen hergekommen. Professor Burnett war so freundlich, mir den Weg zu den Ruinen zu zeigen. Oh, dein Name ist Reislaus. Lass mich schnell dein Team heilen. Ihr müsst wissen, vor diesem Part war ich gerade heilen. Dort drin befinden sich die Ruinen des Schutzpatrons von Akala, Kapufala. Piu! Nur nicht hetzen, Wölkchen. Auf Mele Mele wolltest du auch zu den Ruinen des Krieges. Was bedeuten diese Ruinen für dich? Was willst du von den Schutzpatronen? Es grinst einfach nur. Ohne dich wäre es für Wölkchen an der Hängebrücke wirklich brenzlig geworden, obwohl es fliegen kann. Ah, Myla kommt. Nonu? Ihr seid doch die Kinder, die mit Kukui unterwegs waren. Ja, schon. Wird gern gegen dich kämpfen. Mein Name ist Lili, ich bin Professor Kukuis Assistentin. Das ist Simpson. Ich hätte euch am Hafen schon nach euren Namen fragen sollen. Tut mir echt leid. Und das, obwohl ich extra auf euch gewartet hatte, um euch auf Akala willkommen zu heißen. Ich bin hier, weil Kapufala mich gebeten hat, in den Ruinen etwas Ordnung zu schaffen. Simpson, ich wollte mich noch bei dir dafür bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, die Menschen und Pokémon Alolas kennenzulernen. Immer gern. Darf ich jetzt kämpfen? Also die Kampfstätte wäre optimal, muss ich ehrlich sagen. Und es sieht auch so aus, als würde hier der Kampf stattfinden. Gut, du hast also die Prüfungen der drei Captains von Akala bestanden. Dann ist es jetzt Zeit für die große Prüfung von Inselkönigin Myla. Mach dich bereit für den härtesten Pokémon-Kampf auf ganz Akala. Gerne. Okay, meine Pokémon und ich werden im Kampf gegen dich und deine Pokémon alle unsere Kraft zusammennehmen. Meine Gefährten sind allesamt schroffe, aber dennoch niedliche Gescheins-Pokémon. Oh Gott, ich hoffe, ich krieg das einigermaßen hin. Mein Wasser-Pokémon hat eine Schwäche gegenüber Gestein und mein Pflanzen-Pokémon ist scheiße langsam. Und sie fängt mit einem Naskinet an. Finde ich das gut? Wird man sehen. Verbrennung wäre auf jeden Fall awesome. Oh Gott, die fängt auf Level 26 schon an. Oh, meine Güte. Ich bin ja zum Glück schneller, aber ich glaube, ich bin mit einer Gesteinsattacke einfach down. Oh! Nein! Der Typ will mich bumsen, aber richtig. Och, nicht mein Init-Vorteil. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas anderes machen soll. Ich habe ja doch das Frobi dabei, ich meine, hallo. Es ist ja wohl perfekt. Und ich würde gerne auswechseln, einfach nur damit ich den von der Paralyse heilen kann, weil die Init ist sein größter... ist das Beste, was er hat. Und er braucht jeden Angriff. Lol. Einfach ein Hyperheiler. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der jetzt einfach einen Hyperheiler einsetzt. Aber gut, ich habe ja auch einen Paraheiler. Rein da. Passt. Gut, ich werde jetzt aber nicht jedes von der Paralyse heilen, weil sonst wird es mir echt zu nervig. Vor allem, eigentlich hat es nur eine 90%ige Genauigkeit, also so oft soll es nicht mal treffen. Aber Frobi darf jetzt auch mal was machen. Au. Wahrscheinlich abziehen ohne Ende. Ich kann auch zurückschrecken davon, aber ich darf angreifen. Da ist das Glück auf meiner Seite. Und das war der Volltreffer. Ja, Gigi. Mann, mein Wasser-Pokémon kann nichts und mein Pflanzen-Pokémon greift physisch an gegen Schrein-Pokémon. Da sage ich nur, GG, heilt sie oder heilt sie nicht? Wenn sie es tut, dann finde ich es nicht mal so schlecht, weil dann hat sie wenigstens ihre Heilung an ihrem ersten Pokémon verbraucht und das wäre gut gewesen.
Okay, lass mich kurz überlegen. Eigentlich sollte ein Siedewasser reichen. Vorher hat es ungefähr auch so viel abgezogen, wie er jetzt noch Leben hat. Also rein mit dem Siedewasser. Komm, wir haben das Step drauf und es ist sehr effektiv, aber das zieht so wenig ab, es ist unglaublich. Aber ihr erstes Pokémon ist down und wir haben nur einen Helfer verloren. Wolverock. Das ist jetzt ein Problem. Wolverock ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von... Wuffels. Genau, so hieß es. Und ich hoffe, ich kann jetzt einfach irgendwas machen. Ist das der Unlichttyp? Wenn ja, dann habe ich mit Blutsauger ziemlich gute Chancen eigentlich, ne? Oh, Mann. Mal eine Laubklinge und schauen, was ich... Jetzt muss ich es überleben. Wenn ich es nicht überlebe, dann wird es spannend. Oh, Mann. Apokalyptische Steinpresse. Wahrscheinlich, ne? Ich hätte mir aber denken können, dass er eine Z-Attacke macht und hätte irgendein Opfer reinhauen sollen. Oh. Das tut weh. Ja. Das tut viel zu krass weh. Und ist auch irgendwie unfair. Warte, ist das nicht Gestein-Unlicht? Ne, warte. Kann das irgendeine Kampfattacke? Das kann auch unser Trümmerer. Warte, jetzt interessiert mich mal was. Weil Kampf müsste eigentlich eine Vierfachschwäche von ihm sein. Und ich bin mir sicher, dass es Gestein-Unlicht ist. Weil sie hat die Mondform. Was ich, by the way, ziemlich interessant finde. Wir haben 4 Beleber. Und einen brauche ich jetzt auf jeden Fall. Ja gut, ein Steinwurf wird mich wahrscheinlich one-hit killen. Ja, hätte man sich auch denken können. Oh Mann, wir sind halt komplett im Typ Nachteil, ne? Ich meine, unser Starter kann nichts dagegen machen. Absolut gar nichts. Gut. Einmal kurz in den Beutel schauen und ein Ding rausholen. Ein Supertrank. Der ist hier. Von denen haben wir noch genug. Problematisch wird es nur bei den Belebern, denn da habe ich nicht mehr so viele. Oh, abgewehrt. Chillig. Da können wir unser Trümmerer hinterherhauen. Wenn er trifft. Wenn mich das nicht killt. Ist zwar nicht sehr effektiv, ne? Ja. Darf ich sogar. Cool. Boom. Es macht Damage. Aber seine Verteidigung sinkt nicht, was ich etwas schade finde. LOL! Krabox reißt das Ding. Aber richtig. Aber die Verteidigung sinkt nie, obwohl Zertrümmerer eine richtig hohe Rate hat zum Verteidigung senken. Deshalb nervt es mich gerade ein bisschen. Okay, es ist ja vom Typ Unlicht eigentlich. Soll ich jetzt mit Step angreifen oder mich heilen? Es kann mal keine Z-Attacke mehr, also lol. Wie oft es einfach nicht trifft. Ja, tschüss. Das war... Ja. Kann man Luck nennen eigentlich? Oh Gott, die hat noch einen Sedimantur. Lebt unser... Ja, Freezing Fire lebt noch. Also alle unsere Helfer sind tot, aber unsere 3 Teammitglieder, die leben noch mit vollem Leben. Cool. Ziemlich cool. Okay, wir werden irgendwas versuchen. Nämlich... Ja, einen Sandwirbel, warum nicht? Ich bin eh schneller. Und das andere Zeug zieht viel zu wenig Leben ab, als dass es sich überhaupt lohnt einzusetzen. Der Feldwurf ist bitter. Habe ich überlebt sogar einen. Nur schade, dass eben hier die Fähigkeit nicht mittendrin eintrifft. Das wäre zu heftig gewesen, glaube ich. Ja gut, dann hauen wir mal rein. Eigentlich sollte eine Laubklinge gar nicht mal so wenig abziehen, ne? Ja, das Blöde ist halt, dass das eine üble Verteidigung hat. Und wir halt physisch angreifen. Aber die Hälfte ist fast drin. Aber nicht vergessen, wir können uns ja heilen. Also warte ich jetzt einfach. Ja, bis was daneben geht. Warum denn nicht? Mit Synthese können wir uns easy hochheilen. Es sollte halt irgendwann mal was daneben gehen, ne? So eine Kopfnuss tut weh. Und der Blutsauger bringt fast nichts. Weil es nicht sehr effektiv ist, auch wenn es bestimmt stark ist. Von der Stärke her. Also, ja. Unser Problem ist, dass wir nicht wirklich angreifen können, ohne zu sterben. Und das Problem ist, dass die Genauigkeitssenkung einfach gar nichts bringt. Aber es zieht irgendwie immer weniger ab. Ich würde mich gerne boosten, aber das bringt, glaube ich, nicht so viel. Ich warte eigentlich am liebsten, bis was daneben geht von ihm.
weil ich seine Genauigkeit gesenkt habe. Und das ist eben das, was mich gerade so anpisst, dass es nicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich. Jetzt sieht es wieder mehr ab als davor. Oh, das ist immer so ein Random Generator. Also, es ist schon ein bisschen unfair, dass nichts trifft. Oder halt, beziehungsweise, dass alles trifft. Letzte Synthese. Vielleicht will er ja dann mal verschielen oder so. Weil ich fühle mich hier gerade ein bisschen verarscht. Junge, ich habe seine Genauigkeit gesenkt. Ich warte eigentlich nur auf den Volltreffer, ne? Gut, ich kann natürlich jetzt eine Laubklinge machen. Wenn es ein Volltreffer ist, ist er tot. Und wenn es keiner ist, ist er nicht tot. Es trifft halt immer noch, ne? Es trifft einfach immer noch. Es ist so eine lächerliche Scheiße. Es ist nicht normal. Okay. Wenn sie heilt, dann heilt sie halt. Aber ich setze auf jeden Fall die Z-Attacke ein. Heilt sie? Ne, der ist tot. Wenn er nicht tot ist, ist es ein Betrug. Also, Imantis hat die ganze Arbeit gemacht. Unser Starter ballert nur eine Z-Attacke raus. Mehr passiert gerade nicht. Es ist nicht immer so, dass irgendjemand das abstaubt. Das kommt mir nämlich so vor. Müsste reichen. Wenn nicht... Alter! Mein Herz, Alter! Das war mit Abstand die knappeste Situation, die ich jemals erlebt habe. Hätte das getroffen, wären wir gestorben. Ach du Scheiße! Ich war mir so sicher, dass die Z-Attacke ihn killt. Das war... Boah! Puls. Erst wenn man seine ganze Kraft eingesetzt hat, kann man noch heller strahlen. Ach echt. Ich habe alles reingehauen. Ne? Hier, dieser Z-Kristall vom Typ Gestein, auch Petrium Z genannt, ist für dich. Danke. Und wie geht da die Pose? Oh Gott, das gibt's doch gar nicht, Mann. Das war so eine knappe Scheiße. Unglaublich. Große Prüfung bestanden. Nummer 2. Jetzt ein neues Pokémobil. Wäre auf jeden Fall chillig. Die Z-Kraft holst du aus Gesteins-Pokémon durch diese Bewegung heraus. Sieh genau hin, auf den Hüftschwung und die richtige Stärke kommt es an. Komm, mach vor. Ja, genau. Diese Pose am Schluss muss sein, ne? OMG. Warum schaut ihr so beeindruckt? Setzt ihr diese Kraft gut ein. Gesteins-Pokémon sind hart und schroff sowie besonders gut im Angriff. Sie ähneln mir überhaupt nicht, aber gerade das finde ich so faszinierend an ihnen. Okay. Was hat das Cosmog für ein Problem? Du siehst wirklich glücklich aus. Bitte nimm mir das nicht übel, Lili, aber was treibt jemanden wie dich, der eigentlich gar kein Pokémon-Trainer ist, zu den Ruinen des Lebens? Ich tue es nur für Wöckchen. Es ist von weit her zu uns gekommen und ich möchte es in seine Heimat zurückbringen. Leider weiß ich gar nichts über seine Herkunft, aber weil es sich zu diesen Orten hingezogen zu fühlen scheint, suche ich in Ruinen wie dieser nach Hinweisen. Ein ungewöhnliches Pokémon, nicht wahr? Auch wenn wir Capo Fala als Schutzpatron ansehen, ist es immer noch ein wildes Pokémon. Nur ein vergleichbar starkes Pokémon würde sich so nah an sein Revier heranwagen. Wie stark bist du wirklich, Cosmog? Aber das ist bei dir wohl kaum der Fall. Ich hoffe, dass eure Reise auch weiterhin von vielen aufregenden Abenteuern und netten Begegnungen erfüllt sein wird. Ich bringe dich zurück in die Stadt, Lili. Ich finde es toll, dass du so ein großes Herz für Pokémon hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer bist. Und deswegen will ich dir helfen. Kommen wir jetzt zurück. Wir bekommen immer noch nicht das Pokémobil für Stärke anscheinend, ne? Oh, Tali. Inselkönigin Myla, ich bin Tali aus Lili. Und ich möchte gegen dich kämpfen. Oh, Simpson, ein Typ von der Edda Foundation mit einer grünen Brille wollte, dass du ins Hanohano Resort kommst, wenn du die große Prüfung bestanden hast. Die Edda Foundation? Ich weiß nicht, was sie von dir wollen, aber geh ruhig, Simpson. Wenn du dich gleich auf den Weg machen willst, solltest du mit Glurak nach Kantai City fliegen. Am Dimensionsforschungsinstitut musst du dann nur noch die Brücke überqueren, um zum Hanohano Resort zu gelangen. Die Edda Foundation?
Ich denke, ich bleibe hier und sehe Metallis Pokémon-Kampf ein. Auch wenn ich nicht gerne sehe, wie Pokémon verletzt werden. Doch ich weiß ja, dass deine Metallis Pokémon sehr hart im Leben sind. Ich weiß, ich bin nicht so stark wie mein Opi Haller, aber ich hole trotzdem das Beste aus Arboretos und den anderen heraus. Mit Arboretos hast du eigentlich einen ziemlichen Nachteil, ne? Weil du kriegst eine Gesteinsattacke ab und du bist am Arsch. Du bist und bleibst du selbst, Tali. Es spielt keine Rolle, ob du der Enkel des Inselkönigs Haller bist oder nicht. Gib einfach dein Bestes. Der Grinser. Tali ist so ein cooler Dude. Okay, wir fliegen instant hin. Denn aufs Hanohano Resort bin ich jetzt gespannt. Weil da wollte ich eigentlich schon lang hin. Falls ihr euch erinnern könnt. Vorm Avenue Royale konnte man ja schon diese Route davor entlang nach unten, nach Süden gehen. Und dann in Kantai City wurde man wieder von diesem Bisspark aufgehalten. Ja, Schutzseiten brauchen wir jetzt keins mehr. Und deshalb bin ich jetzt gespannt, was uns im Hanohano Resort erwartet. Ach, muss ich kurz was trinken. So, und weiter geht's. Was erwartet uns denn? Instant aufs Taurus rauf und die Straßen entlang brettern ohne Ende? Das ist mein Job. Da sollten wir jetzt auch durchkommen. Ah, scheint ganz chillig zu sein eigentlich, ne? Wieder mit allen reden. Ich bin immer auf der Suche nach Spaß. Vielleicht sollte ich noch eine Inselwanderschaft machen. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Es ist echt nice, also ich kann es nur empfehlen. Ist das sozusagen... Da es ein Resort ist, denke ich mir, hier sind Leute, die sich's leisten können. Und deshalb denke ich mir auch, dass das ein Yachthafen ist und kein normaler Bootshafen. Ein Pelipper. Boah, da fliegt ein Pelipper! Wah! Ist dieses Pelipper ein wildes Pokémon oder gehört es zu jemandem im Hotel? Das weiß nur Gott. In Alola haben sich Menschen aus aller Welt niedergelassen, weshalb man hier auch ganz viele verschiedene Baustile vorfindet. Ein bisschen Gotik, ein bisschen Romantik. Alles mögliche halt, oder wie? Das ist Schuberts erster Urlaub in 3 Jahren. Er möchte seinem Dasein als Star für eine Weile entkommen und einfach ein ganz normales Pikachu sein. Was, Schubert? Bika. Wieso sagt es Bika und nicht Pika? Naja, darf ich rein? Danke. Dachte schon, die könnten ein Problem damit haben. Guten Morgen. Und jetzt der Typ. Der will ja irgendwas von mir. Moinsen, du bist ja von der Ada Foundation, ne? Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Alter, was ist denn das für einer? Ich sollte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Moin Fabi, auch schon hier. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Ada-Paradies. Das Ada-Paradies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit zum Ada-Paradies kommen, oder? Kann ich schon machen. Gut, dann folge mir bitte. Das Ada-Paradies ist ein überwältigender Ort. Als ob der die Prüfung schon hat, Mann. Was ist das für ein Hacker? Wartet, nehmt mich mit! Nanu, die Inselkönigin Myla verabschiedet euch höchstpersönlich? Ich kümmere mich um alle Trainer auf Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst solche hätte. Hört zu, ihr beiden. Messen solltet ihr euch nur an euch selbst und vertraut den Pokémon an eurer Seite. Was ist mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge andere Dinge zu tun. Aber werft auch für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Ada Foundation. Ah genau, unser nächster Treffpunkt. Ich warte im Malie Tiergarten auf der Insel Ula Ula auf euch. Okay. Es wird Zeit, Akala hinter uns zu lassen. Aber keine Sorge, wir können ja jederzeit wieder hier zurückkehren. Nun gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergeht mir auf so einem Schiff wie im Flug. Und mit so einem Schiff meine ich nichts Geringeres als die Fähre. Okay. Cool. Ah, das ist also der Fährenhafen in dem Fall hier. Mit dem man auf die andere Insel kommt. Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind, Simpson? Wirklich? Nee, aber wäre cool, oder? Die verarschen mich immer. Oh Junge, bin ich auf das Erdeparadies gespannt. Ich auch. Ich frage mich, was da jetzt kommt. Muss ich ehrlich sagen.
Hoffentlich machen sie die Bootsfahrt nicht allzu lang. Ah, die ist also genau in der Mitte, sozusagen. Das Edda-Paradies. Wir schauen uns hier um und dann verpissen wir uns auch gleich wieder. Es interessiert mich nur, was es hier so gibt. Und als abgeschlossenen Ort können wir sie auch mal abhaken. Edda-Paradies. Die Musik ist dementsprechend. Klingt sie so, als wäre es von der Edda Foundation. Find's interessant, dass es jetzt auch ein gutes Team gibt, ne? Weil die Edda Foundation ist ja sozusagen das gute Team. Da wären wir beiden. Das ist das Edda-Paradies. Okay. Das ist ein Mangunia und ein Mogelbaum. Was machen die da? Achso, das ist ein Lift. Ein Dreieckslift. Chillig. Dieser Grinser von dem Typen immer. Das Edda-Paradies dient dem Schutz und Erhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neueste Technologie. Zum Erhalt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jedoch kann man im Edda-Paradies selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Alles klar, also darf ich hier keine Pokémon fangen. Lol. Halt keine mitnehmen wahrscheinlich, ne? Moin, was bist du für eine? Fabian. Nein, nein, nein. Würdest du mich bitte nicht mit meinem Namen ansprechen? Ich habe nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Oh, der ist gar nicht bescheiden. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führe du derweil diese Kinder herum und bring sie dann zur Präsidentin, ja? Dieser Typ ist so... Oh, irgendwie mag ich den nicht. Nur wegen diesem einen Satz jetzt. Jeder soll sehen, wie wichtig ich bin. Moinsen. Simpson, Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Freut mich... Ah, nee, ich hätte Alola sagen sollen, ne? Moment mal. Du kennst unseren Namen? Da werde ich gleich paranoid. Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beiden uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns zum Eingang im oberen Stockwerk. Wollen wir den Aufzug nehmen? Ist auch immer wieder da, ne? Aber Hauptsache jetzt, wenn ich fahren will, ist keine Person mehr da, die mich hochbringt. Zumindest keine von diesen... Liftdrückerinnen oder was auch immer das sein sollte. Also, was gibt's denn hier so? Erzähl mal. Okay, erster Stock und es ist jetzt schon ziemlich... Was ist das denn? Ist das ein Pokémon da hinten? Das sieht richtig strange aus. Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Oh, das ist praktisch. Das ist wirklich praktisch. Simpson, Tali, ihr zwei seid ja auf Inselwanderschaft, um Champ zu werden. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid? Ja, das stimmt. Ja, wenn man 11 Jahre alt ist, kann man auf Inselwanderschaft gehen. Ich habe meine angefangen, weil ich irgendwann mal gegen meinen Opi gewinnen will, wenn er alles gibt. Verstehe. Wenn man in ein neues Alter kommt, muss man selbst entscheiden, ob man reif genug dafür ist, auf Reisen zu gehen. Eigentlich mit 11 Jahren eher nicht so, aber das ist Tradition. Schließlich ist ein Trainer für seine Pokémon so etwas wie ein Elternteil. Simpson, Tali, wir fahren weiter nach oben zur Schutzzone. Los geht's. Immerhin, die macht den Rundgang ziemlich kurz und knapp. Bin zufrieden damit. Oh, der Bereich sieht aber ziemlich cool aus. Also, jetzt wo ich ihn sehe... Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokébällen im Edda-Paradies verboten. Leute, könnt ihr euch erinnern? Dieses Gebiet sieht aus wie das im Intro, als Lilly weggerannt ist. Ich würde sagen, wir haben hier ein interessantes Phänomen, denn anscheinend war die Edda Foundation selbst hinter Lilly her, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also da kommt auf jeden Fall noch was, deshalb wollte Lilly wahrscheinlich auch nicht mitgehen. Wegen ihrem Cosmog. Das wird noch zu einer interessanten Story. Das ist ja wie ein Naturschutzgebiet. Hier bieten wir all den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Skull abgesehen hat. Manche Pokémon müssen beschützt werden, zum Beispiel Corazon. Sie sind bedroht, weil sie von Pokémon namens Agrostella angegriffen werden. Ich lese euch aus meinem Pokédex vor.
Oh, ein Corazon. Oh. Kriegen jetzt einen Eindruck, Eintrag. Agrostella, also kriecht mit seinen 12 Beinen über den Meeresboden. Es hinterlässt oft etliche Überreste von Corazon. Alter, es ist richtig heftig. Opi hat bei mir gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen kann. Aber kann die Aether Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Was, ja, nein. Achso, ich sagte, sie nickt. Im Sinne von, ja, können wir. Eine gute Frage. Wir wollen schließlich auch nicht das natürliche Gleichgewicht zerstören. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in die Natur eingreifen darf. Die Aether Foundation ist echt der Wahnsinn, aber eins frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum habt ihr euch ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Wer weiß, unsere Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Sie heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Was lässt sich einrichten, ne? Wo ist sie denn? Jetzt können wir mal den gleichen Weg erkunden wie Lilly damals. Als sie weggerannt ist, ich fand das wirklich interessant. Also ich finde es auch generell interessant, dass man jetzt hierher kommt. Reden wir mal einfach mit allen und schauen wir einfach mal. Ja, Schnauze. Ich will einfach nur kurz abhaken, weil ich habe ja keinen Plan, wie die Präsidentin aussieht. Noch nie gesehen, dementsprechend kann ich es auch nicht wissen. Aber ja, ich bin... Okay, da komme ich nicht durch, danke. Die Pfosten. Storytechnisch bin ich wirklich sehr gespannt, was das noch soll. Gehst du weg, weil ich ein... Nee. Ich dachte, es geht vielleicht weg, weil ich einen... Wie soll ich sagen? Diesen Aquium Z dabei habe. Hätte ja sein können, ne? Hä? Aber wo soll ich ihn hin? Wenn mir jeder den Platz versperrt. Wenn ich nirgends durchkomme. Ja gut, okay. Pokémobil ist jetzt eher nicht so das, was ich brauche. Wo sollte die denn sein? Ich habe doch alles abgesucht. Zumindest die Wege, die frei waren. Oder warte, geht's da hinten noch nach oben? Ah ne, da hätte ich noch können. Moinsen. Hey, da ist auch ein Slimer. Ein Slimer. Ich denke, die würde irgendwie ganz hinten in so einem Zentralbereich oder so sein. Die sieht wichtig aus. Meine süßen, geliebten Pokémon, ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Okay, das ist ein bisschen homo. Nanu? Das scheint die Präsidentin zu sein. Und die hat einen Teppich als Frisur. Schon mal ziemlich cool. Ne? Ja, moin. Simpson und Tali, ich heiße euch im Aether-Paradies willkommen, der Privatinsel der Aether Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schrecklich egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Furchtbar. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und beschütze sie mit meiner Liebe. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, was du alles machst, Präsidentin einer solch einer großen Organisation. Und das, obwohl du doch noch so jung bist. Nicht doch, Tali, mir so zu schmeicheln. Da verzeih ich dir sogar das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Was? Die sieht doch nicht aus wie über 40, Alter. Was? Guter Witz. Jetzt ohne Scheiß, die ist doch nicht über 40, oder? Im Ernst jetzt? Jetzt seid ihr nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dir gerne mal bei einem Einkaufsbummel beraten. Ich weiß nicht. Dein Stil ist schon ziemlich speziell. Lilly steht das sicher total, aber mir? Oh, Lilly. Stimmt. Jetzt, wo er es sagt, die sieht irgendwie ähnlich aus wie Lilly. Also vom Klamottenstil her, dieses weiße Kleid. Lilly ist genauso speziell angezogen eigentlich. Jetzt mach dir mal keine Sorgen, überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Okay. Was war das jetzt? Erdbeben auf der Insel, oder wie? Jetzt ohne Scheiß. Und wir grinsen einfach nur so behindert. Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss?
Ich habe das Gefühl, irgendwas mit Team Skull ist jetzt nicht so ganz geil. Okay. Was ist das? Was zum Teufel ist das? Schwarzbild, immer spannend. Okay. Du kommst aus einer anderen Welt? Okay, das kann reden. Samantha, sei vorsichtig. Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Die Kamera soll mal auf dem Ding bleiben, dann kann ich euch was erzählen, was mir gerade irgendwie auffällt. Du arme Kreatur. Okay, jetzt sieht man es ein bisschen. Leute, das Ding sieht von der Silhouette her aus wie... Jetzt ohne Scheiß, auch wenn es lächerlich klingt, das sieht aus wie Lilly. Dieser Hut, also oben die Kopfform, sieht aus wie ein Hut, wie ihr Hut. Das Kleid hinten, das was runterhängt und halt Hände und Füße. Es sieht ohne Scheiß aus wie Lilly. Was hier noch alles abgeht und was es mit diesem mysteriösen Ding auf sich hat, das sehen wir im nächsten Part von Pokémon Sonne. Ich hoffe, ich schalte wieder ein und bis zum nächsten Mal. Ciao.